Pressingmaschine 2. In dieser Übung trainieren wir im Besonderen das Überspielen von gegnerischem Pressing. Dazu benötigen wir ein quadratisches Spielfeld von ca. 10 Metern Seitenlänge. Positionieren Sie 4 kleine blaue Hütchen außerhalb des Spielfeldes im Abstand von ca. 3 bis 5 Metern zu den Seitenlinien. Zusätzlich benötigen wir 2 Teams zu je 4 Spielern und einen neutralen Spieler im Zentrum des Spielfeldes. Das eine Team befindet sich auf den Seitenlinien des Spielfeldes, während das andere an den blauen Markierungshütchen startet. Jeder Spieler der beiden Teams erhält eine Nummer von 1 bis 4. Sobald der Trainer den Ball einspielt, läuft das äußere Team außen von Hütchen zu Hütchen. Das innere Team lässt den Ball in den eigenen Reihen direkt unter sich laufen. Der Trainer zählt die Kontakte des inneren Teams mit. Nach dem 5. Kontakt dürfen Nummer 1, 2 und 3 des äußeren Teams in das Spielfeld eindringen und versuchen in höchstem Tempo den Ball zu erobern. Das innere Team darf nun auch mit mehreren Kontakten pro Spieler agieren und versuchen, das Pressing zu überspielen. Nach weiteren 5 überspielten Positionen darf auch der 4. Spieler in das Spielfeld eindringen. Das ballbesitzende Team bekommt nach jeweils 5 überspielten Positionen jeweils einen Punkt. Erobert das innere Team den Ball, so wechseln die Teams die Aufgaben und wir starten das Spiel erneut. Das Team, das zuerst 15 Punkte erzielt hat, gewinnt.